Willkommen zurück zu einer neuen streberhaften Folge Secret Streber mit Kreis, der mal wieder vorteilhaftes Nachbarverhalten Hallo? An kleinen Kindern ausübt. Ich bin kein Nachbar. Also wenn Erdbeere macht hier gerade ein bisschen merkwürdige Dinge hinter mir, ist ich bin nicht okay. Ich bin Schweineboy, also Schweineboy kann ja gar nicht. Ich bin Schweinenachbar. Wer hat das hier zugemacht? Wer war das? Das warst du doch, oder? Nein, das war ein anderer Bengel. Alter, wir haben schon wieder versucht, irgendwie Zwietracht zu sehen. Ne? Das ist ganz schlimm. Das ist echt ganz schlimm. Erdbeere, sein Name leuchtet immer erst so... Wow! Ahmed ist hier drin! Ich steck fest! Oh mein Gott! Alter. Was geht hier? Jetzt Kreis! Ich schon wieder fest! Neighbor! Neighbor, Kreis! Ich bin eingeklemmt! Wo ist der? In der Garage! Bist du allein? Wir sind hier im Flur. Alle sind weg. Wo seid ihr? Erdbeere. Ich bin mit Erdbeere und Eierkopf hier im Hauptflur. Ich bin draußen. Ich bin rausgerannt. Oh. Wer ist es denn jetzt? Keine Ahnung. Es ging alles so schnell. Ich bin rausgerannt. Boah. Hat er einen geholt? Ich weiß es nicht. Alter, auf einmal war der hinter uns. Du erzählst da irgendwas von... Bist du Nachbar? Weil ich Nein. hab Eierkopf gesehen, ich hab den anderen Dude gesehen. Hier, ich bin mit Erdbeere hier und mit Eierkopf. Und der Nachbar war da, ich war eingeklemmt hinter der Tür. Ich bin einfach unten. Bei der Dreiertür. Ja, komm doch hoch. Eierkopf ist auch verschollen jetzt, oder? Nee, da ist er. Was macht Eierkopf? Hey, die Türen auf. Die Türen machen mich nervös, wenn die zu sind. Die machen mich richtig nervös. Okay, Moment, Eierkopf springt nach unten. Hey, das gibt's doch nicht. Und hier oben ist Erdbeere. Hey, der schmeißt mich ab! Also Erdbeere schmeißt mich ab. Ja, weil er sagt, du bist nach. Hier wird gar nichts rumgenabert. Dich einfach mal durchschaut. Das glaube ich eher weniger. Ich halte Erdbeere für sehr, sehr verdächtig. Alter, hier im Kino in diesem Hinterzimmer müsst ihr nochmal rein. Da ist ein Haufen Karten. Und Alter, Erdbeere, roll doch auf! Ey, Erdbeere, ich weiß nicht. Könnte es sein. Kommt einer mit mir runter? Ich habe zwei Schlüssel. Es könnte echt Erdbeere sein. Ey, Erdbeere! Ey, was ein Typ. Ich bin bei dir. Hallo, okay. Auf. Habt ihr auch schon Schlüssel? Nee, ich bin mit Eierkopf. Irgendjemand hat eben gerade Schlüssel aktiviert. Ich hab auch einen. Aber wo ist Erdbeere hin? Er hat mich eben abgeworfen. Weiß ich nicht, aber... Ja, vielleicht weil er ein bisschen trollen will. Haha, ich bin im Video. Scha, scha, scha. Aber... Leute, hier im Kino hinten. Münzen. Warum geht hier keiner hinten ins Kino? Hier liegen ein Haufen Dreierkarten und so rum. Wie ich gerade schon mal weil ich jetzt hier gerade laut betont hab. Holen wollte. Hier ist ja nix. Hier ist auch noch eine Dreierkarte. Ja, Karten kriegst du immer super viel, aber die Schlüssel. Die verdammten Schlüssel. Hä, immer super viel ist auch denn. Ist da hinten noch irgendwas Spannendes? Nee, weiß ich nicht. Ich hab einiges mitgenommen. Guck, guck. Ah, nein, nein, jetzt, so war es doch. Ich hatte jetzt schon eine Ahnung, weil ich dachte, oh, Dings weg ist. Oh, ist Eierkopf, der kleine Schlawiner. Aber nicht informieren, ja? Nicht informieren. Nee, mach ich ja nie. Das wäre ja lame. Jetzt ist natürlich mein roter Schlüssel verschollen. Der ist weg. Aber da fehlt ja noch einiges. Oh, ich habe ein Zahnrad. Oh, hier ist noch eine Münze. Kannst einen Helm basteln. Ganz kurz eine WhatsApp-Nachricht schicken. Das ist ja echt auffällig. Das war ein bisschen auffällig. Kurz eine WhatsApp machen. Wenn mal eine Wurzel rüberschicken. Mittlerweile sollte ihm bewusst sein, dass alle außer ihm weg sind. Nein! Oh, ich fall nach unten. S. Eierkopf merkt es gar nicht. Der rennt weiter.
brennt. Jetzt ist mir egal. Komm runter, was? Komm runter. Ja. Gut, du bist den Schlüssel. Den da willst du? Den hab ich jetzt. Er spielt mit dir. Ja, und ich spiel mit ihm. Ich hab Zeit. Nee, eigentlich ja nicht. Ja, weil doch, wenn die Zeit abläuft, hat der Nachbar auch verloren. Weißt du, wo ich bin? Er ist runtergefallen, das war nicht so gut, Eierkopf. Nee, der hat gedacht, ich war ein Karton. Oh, er hat mich nicht gesehen. Durch die Tür, ja, durch, Alter. Perfekter Karton. Bei solchen Strategien, ne? Mit diese Strategie. Mit Glitschen. Mit Glitschen und Mascarado. Mit Glitschen ist ein Mascarado. Ist ah, schöner Sieg. Schöner, schöner Sieg. Was kann eigentlich der andere? Ich finde eigentlich am geilsten ist hier die Chefin, die dieses Kuh hat. Oder richtig geil ist Kämpferin, weil sie halt losboxen kann. Die ist eigentlich auch ziemlich gil. Ja, aber nur einmal, oder? Und dann immer auch wieder, wenn Cooldown ist. Ach so, okay. Hier, triff den Nachbar dreimal mit einem beliebigen Gegenstand, um die Fähigkeit zu erhalten, dich dem Griff des Nachbars zu entwinden. Also dreimal Schmeiß gleich einen geilen Scheiß. Aber ich spiele jetzt ein bisschen den, weil Schweinemaske. Schweinemaske, oh, guck mal, alles cool, cool. Cool, cool, Schweinemaske, cool, cool. Cool, cool, Maske mit Schwein. Guck mal, das ist wieder so ein Bot, Daniel. Das ist eigentlich immer so ein Bot-Name. Bot Daniel ist, so ist dem Spiel beigetreten. Ja, ah. Jens, Daniel, Sascha. Lars, weißt du, das ist so ein richtiger Bot-Name. Ich kann mir richtig vorstellen, wie Kreis davor sitzt und denkt, ah, ich muss dem Bot noch einen Namen geben. Daniel. Bot. Also vielleicht ansatzweise intelligent genug, um irgendwie einen Bot in seiner Funktion zu benutzen. Dein Bruder ist aber so ein Crack. Schon bei, dein Bruder ist so ein Crack und der hat dich da... Das schon ja, aber dein Bruder kann sowas und der hat's dir beigebracht dann. Hat gesagt, hier einfach nur noch draufdrücken, Kreis. Hast du gewonnen. Ich bin zu schnell zum Schubladen öffnen. So, da war schon mal ein Kärtchen. Hier schon mal ein Zahnrädchen. So, wer ist das da oben? Daniel. Daniel, also ich würde jetzt sehr stark Kreis als Nachbarverhalten einstufen. Wir nee, alle kennen Runde 2, Kreis dabei. The old rules. Jetzt bin ich hier mit Eierkopf, der sieht auch sehr verdächtig aus. Genau, das würde ein Nachbar sagen. Er hat sich hier einen Schlüssel genommen und... Und schmeißt ihn jetzt aus dem Fenster. Nachbarverhalten. Ja, irgendwie schon. Na, da, Kreis ist es. Nein. Natürlich. Oben im Dings. Nein. Da wurde auch ein Kind geholt. Bin ich da unten bei euch? Ein Kind wurde eben gerade geholt. Kreis ist es. Ist ein Kreisverkehr bei euch in der Nähe, frage ich. Ja, weil er eben gerade ein Kind geholt hat. Dann ist es der Fake-Kreisverkehr. Ich war doch hier oben! Aha. Weil wenn ein Kreisverkehr dort gewesen wäre, wäre er der Fake-Verkehr gewesen, deswegen. You're the neighbor. Ja, dann war das der Fake-Mann. Leute, ich bin kein Nachbar. You're the neighbor. Er ist der Nachbar. Da! Er ist da, steht er direkt neben mir. Hab ihn abgeworfen! Während der Nachbar, während er auf dem Finger mit auf ja, Finger aber auf nur durch dieses wieder. Durch dieses Benachbarn habe ich den Nachbar überhaupt aus seinem Nachbarversteck genachbart. Bam! Oh! Haben ihn. Okay, Kreis, du hast deine Unschuhe. Ich glaube Erdbeere. Erdbeere, glaube ich, war's. Kreis, du darfst jetzt wieder raus auf die Straße. Dein Immunitätsausweis ist gültig. Ich wollte noch da hoch. Okay, geh mal da hoch. Da wollte ich gerade hoch, dann kam der Nachbar. Nachpike? Nachbarpike? Nachbarhui? Ah, hier oben ist aber nix. Ah. Ich sehe, jetzt fehlen uns ein Haufen Karten, nämlich. Ja, Zweierkarten, aber die sind ja irgendwie auch immer nicht da, wenn man sie braucht. Okay, Kreis. Irgendjemand hat dir schon wieder was geöffnet. Oh. Also Eierkopf ist es nicht, ich bin's nicht, du bist nicht. Ja, jetzt wissen wir nur nicht, ob er einen Disguise hat, ne? Oder? Ne, er hatte den Clown. Ne, er hat den Clown. Was hat der Clown? Gas? Gas und... Hier, Zweier. Hier ist Erdbeere, ich glaube, es ist Erdbeere. Oder Pascal.
mir so eine Knarre bauen. Alter, 10-mal Teile für eine Knarre. Hey, Pascal, schmeiß mich ab. Es ist Pascal. Ich bin mit Eierkopf im Kino. Komm ins Kino. Ja, aber hier unten. Es ist Pascal. Erdbeere ist unschuldig. Es ist Pascal. Kommt raus. Wir sind im Gang. Okay, okay. Mach den fertig. Bam. Bam. Jawoll. Ja. Sau. Die dumme Sau. Ich glaube, Eierkopf hat hier schon alles durchsucht. Hier oben ist nur ein Hammer. Für was ist eigentlich der Hammer gut? Weil ich kann Hammer bauen. Hammer anfertigen. Ich weiß nicht. Na, der macht wahrscheinlich ordentlich Batch, ne? Kommt hier oben eine Dreier rein? Nee. Nee, noch eine Zweier, verdammt. Nachbar hat das Spiel verlassen. Ah, gemobbt. Ah, gemobbt. Dann holen wir uns die Points. Holen wir schnell die Points. Ja, jetzt fehlt ihnen noch ein Schlüssel oder zwei. Ja, ja, viel ist nicht mehr. Das hat er, fand er nicht gut. Nee, der war einfach so easy zu durchschauen. Man muss es gekonnt machen. Man muss immer, wenn ein Kind alleine ist, muss man ganz schnell zack, zack, zack. Kreis kennt es halt aus dem echten Leben, der hat Erfahrung. Einfach vom Kindergarten rumlungern und zack, zack, zack. Ah. Oh, das war's schon. Ah, ist schon offen, okay. Ich wollte gerade hier die geheimen Gänge entgängeln. Entgängeln. Ah, da holen wir uns die Points, ne? Oh, gratis Points. Pizzi Points, Junge. Wie das? Und tschüss. Die basteln da irgendwas noch. Keine Ahnung, was sie da machen. Guck mal, aber hier unten lösen wir uns auf im Keller, im Kinderkeller. Das ist ein Säurekeller. Das ist ein Säurekeller, ne? Säurekeller. Ja, der Säurekeller. Der alte Säurekeller. Wo haben sie diese Verletzung her? Säure? Säure? Oh mein Gott, sie sitzt im Rollstuhl. Wo ist das passiert? Im Skiurlaub. Ah ja, und wie denn genau? Durch, Säure? Was haben wir das gesagt? Ja. Durch Säure? Das ist ja ungewöhnlich. Ja. Alter, ich liebe diese Serie. Mann, die kann ich mir immer wieder reinziehen. Die wird nie langweilig. Ja, ich guck das auch so. Also so einmal im Jahr laufen auf jeden Fall irgendwie so ein, zwei Staffeln durch. Ich find's einfach geil, ey. Da sind so Gags dabei. Ich wünschte, die hätten mehr gemacht. Leider sind es ja immer nur so kurze Staffeln mit irgendwie 10 Folgen. Wie immer in Großbritannien. Da ist immer alles kurz. Ja, ja, gut, es gibt ja mehrere solche. Ich fand auch die Dings-Serie hier voll geil, ne? Hier mit den, hier, Catherine Zeta-Jones taucht unter den Lasern durch. Ja, aber die war so, nicht so, ne? Kurz, oder? Da gab's noch ein bisschen mehr. Ja, ich weiß nicht, aber... Hier, Peaky Blinders, irgendwie auch. Die Staffel hat nur 6 Folgen oder so. Denke ich mir auch, wow, geil, 6 Folgen. Die hab ich inhaliert und dann sind sie schon wieder weg. Ja, ja. War nicht Dr. Who auch so, schnell, dass irgendwie einige Staffeln super kurz sind? Oder Sherlock? Ich weiß nicht, Dr. Who ist... seit 1960 aktiv oder so. Ja, aber trotzdem, da gibt's auch irgendwie so... Ja, weil die Dr. Who sterben ja alle weg. Alle. Wie, jetzt was? Nein, ich bin da hier auf dem Boden. Da ist ein Japaner, der schwebt. Hier draußen. Nachbarverhalten. Schwebender Japaner. Wer ihn sehen kann... Nee, aber wer ihn sehen kann, ist Nachbarverhalten. Alter, der fliegt wie so ein Geist davon. Oh, ich in falsch Lobby. Hier drüben ist er. Er macht immer wieder die Tür zu. Klarer Fall von Neighbor catchen. Eierkopf ist hier. Ich will mal das Nachbargewehr bauen. Erdbeere und Eierkopf. Was machen die hier? Heißt ja nix. Heißt ja nix. Ich bin unschuldig. Erdbeere ist hier mit mir im Bad und beobachtet mich sehr intensiv. Ah, was beobachtet er denn? Aha, so wäscht man also seinen Lulu. Ich wollte mich nur ein bisschen waschen. Warum? Warum ist hier die Mayonnaise drin, ey? Wie jetzt? Jetzt schon Schlüssel? Krass. Die Frage alleine klingt schon sehr nachbarlich, ja, ne? Du wirst sehen, ich bin's nicht. Und allein hier diese Nachbaranschuldigung finde ich sehr nachbarlich. Guck mal, hier ist... Ich finde Eierkopf sehr nachbarlich. Obwohl Eierkopf hat hier aufgemacht und der sucht sehr intensiv. Ja, aber das ist auch oft eine Taktik von Eierkopf. So tun, als wäre man Teil der Gruppe und dann neighbort man. Ja gut, das ist, glaube ich, der grobe Sinn dahinter, ne? Ja, aber Eierkopf macht das ja, ich sag mal, explizit.
Ist regelrecht besessen vom Neighborn. Ich hab noch eine Dreierkarte mir hier gelunzt. Okay, ist ja nur ein Schloss offen. Klang aber nach mehr. Hä, hier ist wieder diese Geheimtür. Die ist irgendwie neu, oder? Die kann aber nur der Nachbar sehen. Hä, hier ist ein Sonar. Hier ist der Geisterjapaner. Kann auch nur der Nachbar sehen, ist Sonar, ne? Das weiß er. Das sind so nee. Sachen. Only neighbor can see this. Papa hat einen Schlüssel. Alter, dieser Geisterjapaner. Plötzlich ist er hinter mir. Der ist voll unheimlich. Ja, schwebt er bei dir auch so? Er macht doch irgendwie keine Geräusche, weißt du? Alle anderen haben so Tipselgeräusche, aber er nicht. Auf einmal. Much honor. Von hinten. Kannst du aufs Dach kommen? Ah, Neighbor. Alter, ist das ein Nachbar? Ist schon wieder Nachbar. Nein, du, die aufs Dach kommen. Kannst du aufs Dach kommen? Ich habe keine Lust, dich zu verschleppen unten. Oh nein, ich rutsch vom Dach. Oh Gott. Leute, ich habe ein Dachproblem hier. Dachproblem ist aber auch sowas, was eigentlich nur schnurrbärtige Mitvierziger haben. Ganz oben auf dem Dach. Jetzt mal hier. Eierkopf, da ist ein Schlüssel. Ich bin oben auf dem Dach. Au! Alter! Der Japaner hat mich mit einer Knarre abgeknallt! Was? Warum? Ja, Alter, ich habe ihn nicht gehört. Geisterwesen. Ernsthaft jetzt? Was ist das denn für ein Geistermove? Hier, der fliegende Japaner kommt. Mit einer Knarre. Der hat mich einfach erschossen. Der hat mich erschossen. Ey, das war ja wo mal bist das. Jetzt? Ja, tot! Der hat mich abgeknallt, ja, die Sau. Aber normalerweise kommt man doch wieder. Der hat mich abgeknallt. Ey, unfair. Oh oh. Oh oh. Hast du einen roten? Ich hab einen roten, ja. Ey, das war so ein mieser Schmutzmove. Jetzt fliegt so der letzte blaue Schlüssel echt auf oben auf dem Dach, oder wie? Anscheinend, ja. Tja, wer kriegt den letzten blauen Schlüssel? Sind das die Denver Broncos? Mr. Garrison? Ach du heilige Kacke. Das sind schmutzige Moves, sage ich dir. Was? Oh oh, ich will nichts verraten, aber das ist Dirt. Das ist ziemlich Dirt. Dirt Dixon. Den Schlüssel in den Kamin gepfeffert oder wo ist der hin? Ah, ne, hier. Ja, los! Almond Mann hat den. Dann los! Was macht der jetzt damit? Los, Eierkopf, es ist der letzte Schlüssel. Aber es werden auch Kinder verschleppt. Und erschossen. Verschleppt und erschossen. Los, Eierkopf. Ob sie das hinbekommen, diese Kids? Ja. Auf, auf. Alter, ey, der Japaner. What? Okay, da kann er laufen, wie er will. Er hat mich erschossen. Da kann er laufen, wie er will. Ah, Erdbeere rennt durch. Das war so heftig, weißt du? Ich denke mir auf einmal, was war das? Ich habe den nicht gehört, weil der so geflogen ist. Ja, ja. Er ist über den Boden hinweg geflogen. Auf einmal höre ich nur so einen Knall und denke, boah, was war das? Und dann lag ich erschossen im Graben und war tot. Also, ich wurde nicht mal gefangen genommen. Nein, ich wurde ermordet. Ermordet? Da, er ist nicht mal mehr keine da. Keine Werbung. Er war nur, oh, da ist er doch, ah, ist er weg. Es war nur eine Einbildung. Der Japaner hat nie in der Lobby existiert. Gut, danke fürs Zusehen. Bewertung dalassen, bis zum nächsten Mal und Hashtag Schweinekappe. Tschüss!